Nicht schaden. Ah ja. So, vergiftet. Item. Gegengift. So, warte mal, halt, falsch. Technik. Ohnmachtsschlag. Kann die Engel des Erdforst benutzen? Nein, kann sie nicht. Dunkelnarbe und Nackenhieb. Bam! Begrenzer? Was ist Begrenzer? Mentalgrenze? Was bedeutet das? Keine Ahnung. Oh ja. Oh, die Musik ist voll geil. Ich mag ihn eigentlich gar nicht töten dafür. Aber. Mentalgrenze, was bedeutet das? Kann mir das bitte einer sagen? Halt zurück. Nackenhieb. Dunkelnarbe. Jetzt müsste es dann langsam zu Ende mit ihm gehen. Oh, schön. Der war einfach. Der war sogar sehr einfach. Ah, ach. Allein kann ich euch nicht besiegen. Schön, dass du das einsiehst. Und nun geh beiseite, sodass wir weiter schreiten können. Nicht so schnell, Tapio. Ich würde gerne vorher noch etwas fragen. Was hat es mit dem ganzen Chaos auf sich? Warum bist du so besessen darauf, diesen Anhänger zu bekommen? Ich muss meinen Auftrag ausführen, sonst werden viele Menschen leiden. Was? Du hast verloren, wie kannst du es wagen, uns noch weiter zu drohen? Ich werde hier nichts weiter tun. Ich werde ins Königreich zurückkehren, um mit dem Prinzen, dem König, von meinem Versagen zu berichten. Der König wird sehr erzürnt sein, das arme Volk. Und kommt nicht auf die Idee, mir zu folgen, keine Sorge. Ich werde es so sagen, dass ihr entkommen konntet. Okay. Ja, was macht man denn, wenn man sagt? Nicht folgen. Ich folge dann immer eigentlich. Okay. Dieser König scheint ein ziemlicher Tyrann zu sein. Gut. Mal ganz kurz einen Zwischenspeicher. Ja, weil... Ich hab's aus dem Fuyoko-Gebirge geschafft. Da seid ihr ja. Gut, dass ich euch nochmal treffe. Wie ich sehe, geht es dir besser. Was gibt es denn so Wichtiges? Ich habe mich entschlossen, wieder nach Hause zurückzukehren. Ich werde dort mit meinem Vater über das Problem reden und versuchen, euch irgendwie zu unterstützen. Hier bin ich keine große Hilfe mehr für euch. Wisst ihr schon, wo ihr nun hin wollt? Der Elementargeist, der sich uns vor kurzem anschloss, hat noch kein Signal empfangen. Allerdings, ich würde vorher noch gerne etwas erledigen. Du hast nicht ernsthaft vor, was ich glaube, was du vorhast, oder? Lailea, wir können nicht mal ein ganzes Königreich retten. Was redest du da? Für wie blöd hältst du mich? Ich möchte bloß herausfinden, was der König mit dem Force anfangen will. Wie stellst du dir das vor? Woher sollen wir die Informationen bekommen? Es geht also wieder um das Königreich Krytios? Ich weiß nicht, ob es euch weiterhilft, aber ich glaube, ich habe einen nützlichen Hinweis. Ein Stück südlich von hier steht ein Haus. Wie ich gehört habe, war die Frau, die dort wohnte, bis vor nicht allzu langer Zeit im Schloss Krytios tätig. Bora also wieder. Ja, sie hatte uns bei unserer ersten Begegnung etwas angedeutet. Danke für den Hinweis. Wir werden der Sache nachgehen. Freut mich, dass ich helfen konnte. Ich werde mich nun auch bald auf den Weg machen. Ja. Okay. Gut, dann gehen wir zur Bora. Bora, Bora ist für mich kein Paradies. Bora, Bora. Ja. Egal. Schön. So, ich schaue jetzt erstmal ganz kurz. Ich habe ja einen Eisring bekommen. Halt Wasserring, den will ich nicht haben. Hier, Xai. Eisring. Erhöht Eisresistenz. Schön. Helm und Schild hat er wieder nichts. Toll. Tolle Sache. Und sie ist in einem anderen Zimmer. Ach, ich liebe Zelda. Tut mir leid. Was wollt ihr nun schon wieder? Ich habe am Kältesturz noch nicht weitergeforscht, also geht weg.
Und deswegen sind wir nicht hier. Ach ja? Wir wollen mit dir noch einmal etwas genauer über das Königreich Krytia sprechen. Wir? Eigentlich sind wir nur wegen dir hier. Sei nicht so, Xai. Vielleicht hilft uns das ja weiter. Ich wüsste nicht, dass ich euch etwas zu sagen hätte. Jetzt tu nicht so. Wir wissen doch, dass du Bescheid weißt. Oh, Zickenkrieg. Yay! Wieso bist du so scharf darauf, es zu erfahren? Der König ist hinter den Elementarforst her. Ich muss wissen, warum. Der König? Du sprichst sicher von Prinz Jarrod. Mal Prinz, dann wieder König. Ich blicke langsam nicht mehr durch. Ganz ruhig, Kurzer. Ich werde es erklären. Der jetzige König Jarrod war bis vor kurzem noch Prinz. Doch unglücklicherweise verstarb der König und er bestieg als rechtmäßiger und einziger Thronerbe den Thron. Das Königreich Krytios war schon ein schöner Ort mit einem gerechten Herrscher. Doch mit Jarrod auf dem Thron wurde auf einen Schlag alles anderes. Diesen Lümmel sollte man sich mal zur Brust nehmen. Er tyrannisiert das ganze Volk, er ist ein grausamer König. Jeder, der es wagt, sich seinem Willen wieder zu widersetzen, wird sofort mit der Todesstrafe bestraft. Aber was hat das alles noch mit dem Elementarforst zu tun? Ich weiß selber nicht genau, wie er an den Wissen über die Elementare herankam. Jedoch scheint er wie besessen. Er ist im festen Glauben, dass er durch das Erringen der Elementarforce die Weltmacht erhalten wird. Er ist durch und durch verrückt! Das ist sowas. Also seid ihr jetzt fertig? Kann ich jetzt nur wieder arbeiten? Ich denke schon. Danke für die Information. Hey, halt! Was hast du denn, Lailea? Wir sind hier noch nicht fertig. Ich möchte wissen, was du im Königshaus gemacht hast. Was war deine Arbeit? Du gibst wohl nie auf, was? Ne. Also gut. Ich war Professorin und habe unter anderem Heiltränke für die Soldaten und das Volk entwickelt. Ich arbeite nun unter Aufsicht des vorherigen Königs. Ich arbeitete unter der Aufsicht. Doch als der König starb und Jarrod den Thron übernahm... Was ist da geschehen? Nicht nur das Volk litt, auch alle im Königshaus wurden kürzer gehalten. Er hat Angestellte rausgeworfen, Löhne gekürzt und die Arbeitsdauer erhöht. Außerdem hat uns der Professor... Hat er uns Professoren nicht die nötigen Mittel zur weiteren Forschung zur Verfügung gestellt. Stattdessen war er von einem auf den anderen Tag wie besessen von den Elementarforces. Verstehe. Vermutlich hast du das Königshaus deswegen verlassen. Genau das ist der Grund. Eines Nachts entschloss sich zu verschwinden. Alle neuen Forschungen hat er nur für sich behalten. Für so einen wollte ich nicht länger arbeiten. Also zerstörte ich das Labor und sämtliche Ergebnisse, die einst für das Königreich gedacht waren. So kam ich hierher und befasste mich nur noch mit der Kunst der Alchemie. Ende der Geschichte. Wie unverantwortlich. Was? Wie kann man seine Heimat nur so im Stich lassen? Du hast alle Forschungen vernichtet, die dem Wohle des Volkes dienen sollten. Das Volk muss doch schon genug unter ihrem König leiden. Und nun gibt es keine Möglichkeit mehr, an den wichtigen Daten heranzukommen, die für das Volk so wichtig waren. Du hast doch selbst gesagt, dass du unter anderem Heiltränke hergestellt hast. Gerade wenn das Volk so leidet, kann man doch nicht einfach davonlaufen. Bist du jetzt fertig? Beruhige dich, Lailea. Tut mir leid. Ich verstehe es nur nicht. Der Mensch ist eben egoistisch. Ich habe mit Krytios nichts mehr zu tun. Das ist Vergangenheit. Und ich werde mich auch nicht in die Angelegenheit des Königs einmischen. Dann sage uns nur noch eins. In welcher Richtung liegt das Königreich? Nein! Ich werde das Volk nicht retten, Lailea! Denkt doch wenigstens einmal nach. Ich versichere euch allen, dass wir dort mehr über die Elementare herausfinden können. Irgendwie ist es ihm gelungen, das Wissen über die Elementare zu gelangen. Das schreit doch geradezu nach einem Hinweis. Also ich finde, Laila hat recht. Wir finden nach Krytios gehen. Wir sollten nach Krytios gehen, um uns das mal genauer anzusehen. Die Informationen kann er nur von einem Elementargeist oder einem Clan-Angehörigen bekommen haben. Ich bin sicher, dass uns das helfen wird. Ja, ich gehe mal alleine. Tschüss. Ich trinke einen Schluck. Eure Denkweise gefällt mir. Ihr seid auf dem besten Wege, meine würdigen Gefährten zu werden. Ja, noch ein Schluck. Ich glaub's einfach nicht. Ah, schön. Ich muss sagen, du hast eine Menge Mut, Kleine.
Das Königreich Kyrtios befindet sich in der westlichen Region. Dort gelangt ihr nach einem ordentlichen Fußmarsch auf direkten Weg dorthin. Habt vielen Dank. Ach, und noch was. Bist du dir sicher, dass du nur wegen des Hinweises dorthin möchtest? Wer weiß? Ich kann nur sagen, versuche es besser nicht. Ihr vier alleine könnt gar nichts ausrichten. Sucht euch einen Hinweis und verschwindet dann wieder. Oh Gott, ich wurde, glaube ich, immer tiefer mit der Stimme von ihr. Ist mir gerade aufgefallen. Danke nochmal für die Wegweisung. Und sie wird doch nicht auf mich hören. Ich kann nur hoffen, dass die anderen ihr das austreiben. Das wäre ihr sicherer Tod. So, Leute. Und wir machen hier Schluss. Oh, geil betont alles, oder? Nein. Halt, ich gehe noch in die Stadt. Da mache ich Schluss. Das ist so ein schöner Ort, wo ich dann Schluss machen kann. Halt, so. Und ja. Gut, wir machen heute, wir machen hier für heute, so ist die richtige Reihenfolge, Schluss und speichern noch ganz kurz, zack, zack. Und das wäre es dann für heute. Bis zum nächsten Mal bei Elements Destiny 2 Enchanted Powers. Bis dann. Ciao.